Mike Johanns Restaurant, Kochschule und Genussladen in Bruck und weit darüber hinaus bestens bekannt und beliebt, hatte für die Brucker Genussmesse am Hauptplatz Gäste aus der Wirtschaft und Politik eingeladen, mit ihm zu kochen. Was wird gekocht? Ja, was haben wir heute geplant? Wir haben ein bisschen was frischen Kürbis von der Lanzerbarber aus Oberreich, Möschelmeierhof. Daraus werden wir ein bisschen machen Piccata. Piccata vom Kürbis gefüllt mit Mangalitza. Mangalitza-Speck, der weiße Speck, der ganz gesunde. Ja, dazu das Ganze ein bisschen mit Bergkäse, ist wieder eine interessante Geschichte. Und dann machen wir Kastanien, steirische Kastanien, Maroni, eine Suppe angesetzt. Und dazu werden wir machen Hirschstadtapralinen. Frischen Hirsch, den wir ganz leicht schon gekuttert haben, mit frischen Preiselbeeren. Und dann werden wir ihn ein bisschen in knusprigen Erdäpfeln wälzen. Und so ein kleines Tartar zu der Suppe. Das wird heute unsere große Verkostung werden auf der Brucker Genussmesse. Und wir freuen uns schon. Es ist ja heuer bereits das zweite Mal und wir haben das ja im Vorjahr gesehen. Unsere Top-Wirtschaftstreibenden können uns super unterstützen, die machen eine tolle Geschichte. Wie werden Sie Mike Johann unterstützen? Ja, keine Ahnung, was mir der Chef anschafft, das mache ich. Was schafft der Chef an? Was schafft der Chef an? Wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet, nicht? Wie immer, wie es auch im Fernsehen ist, schon was vorbereitet. Nein, wir werden gemeinsam Hirschpralinen machen, wir werden das Piccata, die Kürbisse ausstechen, also wir haben relativ viel Arbeit. Aber ich koche schon mein Leben lang und ich bin gestern mit Mike länger zusammengesessen und habe ihm durchaus etwas von meinen Rezepten auch verraten, könnte ich sagen. Und das wird heute da seinen Niederschlag finden. Ja, nachdem ich eine klassische Gastronomieausbildung habe, habe ich von dem einmal was mitbekommen. Ist zwar schon lange her, aber ich gehe dem Mike gerne zur Hand. Was wird das sein? Ich lasse mich überraschen, das, was er anschafft, das werde ich als Kommi bei ihm machen. So nennt man das ja in der Küche. Als Kommi de Rang werde ich das bei ihm in der Küche schauen. Vielleicht Gardemanger, irgendwas werden wir schon zubereiten. Die Besucher der Genussmesse hatten also Gelegenheit, Mike Johann und seiner Hobbycrew über die Schulter zu schauen und das Ergebnis anschließend auch zu verkosten. Echt? Auch schon das für Fleischbällchen. So, die Herren in der Küche können bereits heute mal verkosten. Schmeckt wie Faschiertes. Ja, sehr gut. Muss ich sagen, sehr lecker. Überzeugend. Sehr gut. Nächster Tag, andere Gäste, die Mike beim Kochen unterstützten. Heute großes zweites Promi-Kochen auf der Brucker Genussmesse. Heute vormittags eine Vormittagssession, eine Vormittagsshow. Wieder mit prominenten Wirtschaftstreibenden aus Bruck an der Mur. Es wird so ähnlich sein wie gestern. Es wird wieder ein bisschen in die Richtung mit Maroni gehen, ein bisschen was Herbstliches und ein bisschen Kürbis dazu. Privat koche ich gerne, in der Öffentlichkeit weniger. Mehr halte ich mich im süßen Bereich auf natürlich, weil wir natürlich belastet sind mit der Kaffeekammer der Schlafer im Hintergrund. Und wir sorgen natürlich hauptsächlich für den süßen Geschmack. Ich tue weniger gern kochen, ich tue lieber gern essen. Ich lasse kochen, sagen wir so. Was glauben Sie, was auf Sie heute zukommen wird? Na, ich hoffe, ich lasse mich nicht zu viel kochen. Ne? Ich werde ein bisschen Schmäh führen, ein bisschen gut mitreden und ein bisschen Unterstützung geben. Mein Bestes, was ich tun kann. Ich liebe Kochen, ja. Bei uns zu Hause steht Kochen als Mittelpunkt am Wochenende im Raum. Und wir treffen uns hin und wieder zum Kochen gemeinsam. Und das ist eigentlich für uns ein entspannender Ausgleich zum sehr anstrengenden Job. Großes Gedränge bei den Kostproben, ob Hirsch, Tartarpraline mit steirischer Kastaniensuppe oder Piccata vom Kürbis, gefüllt mit Mangalitza, mit Bergkäse überbacken. So kann man durchaus behaupten, die Brucker Genussmesse war wieder eine sehr schmackhafte Sache. Und zum Abschluss bedankten sich die Promiköche bei Mike Johann.